Also, was geht YouTube? Wir machen jetzt deutsche Rapper. Wir fangen an mit Rin. Er ist cool. Er ist jetzt nicht der billigste Deutschrapper der Welt, so wie wir andere Leute kennen, so, weil total schaden Leute. Aber wie gesagt, ich glaube, der geht ganz gut ab. Das AK aus Kontrolle, das ist Kollege der Boss. Kollege ist also auch nicht mein Geschmack, aber man kann sagen, was man will. Kollege hat Deutschrap geprägt. Hand aufs Herz. Kollege hat Deutschrap einfach geprägt. Deswegen würde ich sagen, Kollege auf S-Tier. Also was anderes wäre auch komisch, weil, wie gesagt, ist nicht meine Mucke, aber ist cool. Aber schauen wir uns mal an, Luciano kriegt auch safe S-Tier. Safe, Digga. Safe Call. Das ist Luciano auch ganz, ganz weit oben. Ganz, ganz weit oben. Ganz klar, Luciano, ohne viel reden. Für mich Shindy sowieso GOAT in Deutschrap. In Deutschrap für mich Shindy GOAT. Shindy ist für mich GOAT. Ganz klar. Andy 1, ohne viel reden, ohne viel Tralala und so weiter und so fort. So, wen ich absolut nicht feier und wer absolut auch Trash ist, ist Flair. Ich mag Flair nicht. Flair ist untalentiert. Flair ist in seinen 30 Jahren noch nie Gold gegangen, was jeder Newcomer heutzutage schafft. Also Hand aufs Herz, Flair ist schon mager. Ich feiere Flair nicht. Null. Ich kenne keinen Mensch, der Flair irgendwie feiert. Ich kenne keinen. Ich kenne niemanden. So, weil direkt Nemo die Frage war. Nemo kriegt für mich... Keiner kennt was vom Flair. Kein Mensch kennt Flair-Songs. Es gibt niemanden, der sich Flair-Songs gibt. Es gibt niemanden, hä? Checkst du, was ich meine? Total schaden, Bruder. Nee, lass mal. Kannst stecken direkt. Nemo A, Nemo ganz klar A. Nemo, für mich, vom Talent her, Nemo hätte A, S sein können. Nur der hat halt, der kriegt halt seine Psychos, Digga. Was soll ich da sagen? Total schaden hat. So, Manuels würde ich auf C machen. Weil Manuels ist eigentlich bös talentiert. Vom Talent her wäre er so mäßig. Wenn er sich nur auf Mucke konzentrieren würde, dann wäre er aber auch kein Rapper. Aber Manuelsen, was er gerade macht, und so musiktechnisch, release-technisch, zahlentechnisch, ist er halt bei C, Digga. Also, er ist immer noch nicht so billig wie Flair. Aber er ist auf jeden Fall, und auch nicht so wie Loredana, so wie so Loredana Schmutz. Aber er ist okay so. Hand aufs Herz, ich finde ihn okay. Ich würde Ferro C wegen Stimme und Hype. Nee, Digga, weil er einfach sein Hype... Ist das Ferro? Weil er einfach sein Hype nicht genutzt hat, nichts gemacht hat, nichts released oder sonst was, gehört er einfach nichts. Es ist einfach ein schlechter Deutschrapper. So, die Reihenfolge passt. Wobei Kollege schon besser als Luciano rappt, muss man sagen. Auch wenn ich Luciano viel mehr feiere, aber er rappt schon besser als Luciano. Aber ich würde sagen, er hat halt geile so Witze in seinen Lines. Aber wie gesagt, er ist für den Banger, okay, geh ich mit, kann man machen. Für mich Apache Nemo eine Stufe. Eine Stufe. Vom Talent her safe S, aber dafür geht seine Karriere viel zu kurz. Aber ich würde sagen, eine Stufe. Also ich weiß, Shirin David ist auch nicht meine Mucke und so. Ich will euch nur kurz was erklären, warum Shirin David jetzt auf B ist oder nicht auf C oder so. Shirin David ist die einzige, die C. Ich erkläre euch warum. Shirin David ist mit Abstand mit einer der einzigen Deutschen, die international auch ernst genommen werden. Und das meine ich gerade tot ernst. Sie hat gute Features. Sie hat ein Statement. Überall, wo sie hingeht, ist sie ein gewisser Main. Also jetzt mal no joke. Wer ist vom Auftreten ein größerer Star? Samra oder Shirin David? Versteht ihr, was ich meine? Bro, Summer chillt da irgendwo in Jogginghose und ich denke mir, okay, Bruder, so. Und Shirin David ist halt diese, dies, das, tralala, das ist halt der Film. Deswegen sage ich Shirin David B, weil ihr Image unfassbar stark ist und weil sie einfach, Digga, sie hat eine Kooperation mit McDonald's, Bro. Wie gesagt, ich diskutiere auch gar nicht mehr wegen Shirin David, auch wenn hier jetzt jeder schreibt, Shirin David, Müll, Digga, wie gesagt. Shirin David wird immer eine Stufe über Capo sein, weil einfach von Image her. So, wen haben wir hier? Massiv. Massiv ist auf eine Stufe mit C, also mit C, ja doch, aber weil ich sag euch ganz ehrlich, Massiv ist geil. Ich liebe Massiv in echt. Ich kenne ihn nicht so, aber
von Interviews her massiv ist. Absolut geil. Er hasst Shirin, Bro. Er hasst wirklich Shirin, Digga. Was hast du gegen Shirin, Digga? Hau mal raus. Was hast du gegen Shirin? Digga, du hast Shirin zum Gold gemacht. Gar nicht, Digga. Gar nicht. Gar nicht. Bruder, Schande, wenn du über alles... Wie gesagt, ihr müsst verstehen, wenn ein Massiv, ein Chelo Abdi, ein Manuelsen in ein anderes Land gehen, ich schwöre, kein Mensch guckt die an. Die sind so uninteressant in diesen Ländern. Aber wenn eine Shirin geht, die wird eingeladen zu... Ey, ihr wisst schon, Shirin David wird zu so vielen Shows eingeladen, Übersee. Wie hört sich deutscher Rap an? Es gibt keine Antwort auf diese Frage, weil wir immer alles kopiert haben. Es gibt keine Frage. Merkt ihr das nicht? Es gibt keinen Sound, der mit Deutschland zu identifizieren ist. Es gibt niemanden. Es gibt keinen Sound. Es gibt keinen, weil wir alles kopiert haben. Alles. Mero hat auch, was hat er gemacht? Türkische Songs, er hat türkische Elemente genommen, Bro. Er hat französische Elemente genommen und hat einfach auch Pop ein bisschen dazu gebracht. Wie gesagt, du kannst mir jetzt nicht sagen, dass Mero Songs der typische deutsche Sound ist. So, weißt du, was ich meine? Digga, alle Songs von dem, die wir reisen sehen, zum Beispiel hier, komm, wir gehen Richtung Wolke 10. Digga, das war ein Sample von 2010, Miro. Was würdet ihr machen? PAA, gell? PAA würde ich auch sagen. Ist tatsächlich auch ein krasser Freestyler gewesen. Deswegen würde ich auch den auf die A setzen. Casey hat, ich weiß, er hatte allein Hits. Hatte der krassere Hits als Dings. Ich glaube, Roller war der krasseste Song, der jemals so rauskam in der Zeitspanne. Deswegen hatte er nicht auf jeden Fall keine krasseren Hits als Apache von Ding her. Aber damals Casey war schon, boah, Anhörung. Allein wegen Anhörung. Aber, also ich sag dir ehrlich, für mein Herz, ich finde Nemo halt zu talentiert. Deswegen, ich sag dir ganz ehrlich, Casey auf A. Star Wars 3. Wie kommt ihr jetzt auf Star Wars? Wir machen gerade Rapper-Rating. Leute schreiben Fast and Furious in Star Wars rein, Digga. Was geht jetzt ab? So, Chata. Image-technisch geisteskrank. Film durch und durch gedreht. Gehört auch alles zu einem Rapper. Seine Biografie war so heftig. Sein Mythos mit dem Gold ist so heftig. Alles an ihm ist heftig. Er ist auf jeden Fall untalentierter als Manuelsen. Er ist weniger unterhaltsam als Chelo Abdi. Er ist auf jeden Fall Dings, aber er ist geil. Er ist nice. Deswegen würde ich ihn gerne auf die B packen. Schauen wir uns vor, ich okay. Er ist cool und sein Image ist halt geistkrank. Er hat auch coole Songs. Er hat sehr coole Songs, sehr lustige Songs und ich feiere. Bro, du bist verwirrt. Capo A, mindestens allein wegen alles. Bro, allein wegen Capimo müsste der auf Letzte. Allein wegen Capimo. Nur mal so, Das kann man ändern, aber hier diese Reihenfolge und so kann man ändern. Bro, aber wo sind denn Cero oder Ferro oder Loredana oder Flair? Wo sind die denn? Verstehst du, was ich meine? Nein, Digga, das, ohne Scheiß. Dieses Lied hätte original genauso 2015 rauskommen können und hier niemand hätte gesagt, wie krass. Der Bruder hört das 8 Jahre später raus und denkt, er ist heftig. Hä? Kampagne, Regen, werf die ganze Flasche. Ja, Bro, Azad, kannst du... Digga, Hand aufs Herz, es tut mir leid. Also Azad ist schon sehr krass. Azad ist wirklich sehr heftig. Also wir können das gar nicht greifen, weil das ist, ich bin 22, der hat vor meiner Geburt gerappt. Checkst du, was ich meine? Deswegen, wir können das gar nicht greifen, aber wir wissen, Azad ist eine Legende. So, Contra K, hör ich nicht, tatsächlich. Wie gesagt, ich diskutiere über Shirin nicht mehr. Ich habe jetzt genug Beweise geliefert oder einfach Sachen gesagt, die zu Shirin passen. So, wie gesagt, allein das hier ist schon Statement genug. So, Hand aufs Herz, Digga, was soll ich sagen? So. Scheiß mal auf die kurz. Juckt mich auch nicht. Juckt mich auch nicht. Das ist der Song, wo Tod gehört in Amerika. Bruder, ist nicht meine Meinung. Ihr tut so, als ob ich hier, allein das hier. Ihr tut so, Digga, checkt ihr, was ich meine? Ihr tut so, als ob ich Shirin David höre. So, checkt ihr, was ich meine? Totalschaden. Hört ihr denn Songs von denen? Also, sagt ihr das jetzt einfach so oder hört ihr überhaupt Songs von dem? Kennt man einen Song von dem? Sagt mir mal jetzt 5 Massiv-Songs. Wenn ihr hier so auf Massiv seid. Oder Chelo Abdi-Songs. Wobei, das kann man auch hinbekommen. Aber checkt ihr, was ich meine? Nehmt mir mal 2 Lines von Manuelsen-Songs. Bones würde ich aber... Bones ist trotzdem heftig. Reese ist auch nicht drin, ne? Das ist nicht Juju, das ist hier unten. So, den kannst du direkt blocken, Ravia. Diesen Schuhkahn, danke.
Nimo ist über AZ, danke. Jeder, der sagt, Nimo ist krass, AZ ist, das triggert mich gerade auf anderem Level, ne? Es triggert mich gerade auf geisteskranken Level. Welches Solo-Album von AZ, bitte, welcher logischer Mensch, welcher Mensch, der überhaupt Ahnung von Musik hat, sagt, ein Solo-Album von AZ ist krasser als Habibi? Geh jetzt mal bitte auf Nimos, geh jetzt irgendein Insta-Post von Nimo, 8 Jahre später. Du wirst einen Kommentar mindestens sehen, der sagt, ey, bitte, Nimo, wir brauchen Habibi 2. Bitte, bitte, bitte. Weihnachtsbäckerei, zu krass. Ich kann dir jetzt 3 Songs wahrscheinlich von AZ zeigen, die wahrscheinlich genauso reingekackt sind. So. Scheiß drauf. Alle, die denken wirklich, dass Dings heftiger ist, ihr seid so crazy auf jeden Fall. Crazy. Wirklich noch nie in meinem Leben gehört. Ja, B, C. Schlechtester B. Bowser, schlechtester B. Nimm mir einen Song, den Shirin selber geschrieben hat. Null. Das habe ich von Anfang an gesagt. Shirin schreibt keine Texte selber. Sie hat keinen Text. Doch, bestimmt einen irgendwann mal, aber... also Kapital for Jesus, Bruder. Ja. Hä? Ich lebe in der Szene, wo Kapital 4 Jahre lang Nummer 1 war. Diese Szene. Ich lebe in der Szene, wo Kapital einfach stärker war und sogar von damals vom krassesten Label der Welt in Deutschland gezeigt wurde. In dieser deutschen Szene. Wenn du mir sagst, Jesus, dass das krass als Kapital ist, schwierig. Enno, gar kein Fan. Für mich, Enno ist D, weil ich feiere Enno gar nicht, ich habe ihn noch nie gemocht. Ich feiere seine Musik nicht und seine Aussagen sind einfach am Arsch. Hand aufs Herz. Aber ihr könnt ja gerne bestimmen. Deswegen spammt einfach in den Chat auf Twitch und auf TikTok. Spammt mal kurz in den Chat rein. Spammt mal durch. Wohin Enno geht. Auch nicht D, C. Du kannst auf Twitch schon eine Abstimmung starten, aber dafür musst du den Creator der Sport dir mal irgendwas erklären. Ja, mach mal, Mann, bitte. Creator der Sport. Sag mir aber nächstes Mal Bescheid. Ja, Mann, ich guck mir das an. Danke. Also, warte mal, stopp mal. Alle, die sagen, Shirin schreibt ihre Texte nicht selber, ihr dürft gar nicht Enno gut reden. Ihr dürft's nicht. Weil Enno genauso schlimm ist wie Shirin David. Auch an den anderen Kollegen, der mir erst 4 Tage später geantwortet hat, weil er schön auf Spotify war, nenn mir bitte die letzten 5 Songs von Manuelsen und die letzten 2 Lines. Dann darfst du reden. Bitte. Bevor einer jetzt so tut, als ob er Manuelsen hört. Ich bitte euch. Ich bitte euch einfach. Hört einfach auf. So. Wenn ihn so viele hören würde, dann hätte der nicht die Streams, die er hat. Ich kenne niemanden, der jemals Manuelsen gehört hat. Wo hättest du Meadow gemacht, wenn er da wäre? Meadow, schwierig. Er ist sehr leicht durchgetraut. Ich habe von Manuelsen mit Bantu, D'Angelo, dieses krasse Album gehört. Das war geil. Ich habe ein paar Manuelsen-Songs getoastet und so ein Shit, aber keiner hört Manuelsen. Keiner sagt, ich bin Manuelsen-Fan wegen seiner Musik. Ich kenne niemanden. Wenn ihr dabei seid, okay. Bruder Capo ist einfach der beste Künstler aus Deutschland. Was? Digga. What the fuck? So, was sagen die auf Twitch? C, D, C hat ein paar Hits, macht nach Miami, hohes B, schlecht AH, kommt gleich noch eins für Ami-Rap. Nee, Digga, ich gehe danach off, Digga. Das ist Grauens, Alter. Ich mach morgen Ami-Rap. Morgen mach ich Ami-Rap. Safe Call. So. See you. Machen wir hier hin. Wobei, er ist halt, ich feiere Sio unnormal, aber er ist jetzt nicht der übertriebenste, abgewichste Rapper. Okay, ich habe die Reise gemacht. Jizzes auf A, Jizzes auf ein Level wie Nimo, auf Casey Rebel, Apache, PA Sports. Was willst du von meinem Arsch? Was für Jizzes auf S? Digga, das schreibst du seit 10. Mal rein. Bruder, S sind Leute wie Shindy, wie Raff, wie Farid Bang, Kollege, du willst mir einen Jizzes dahinstellen? Bist du dumm? Boah, Bruder, geht dir mir auf die Eier, Digga, Alter. Seit 10 Mal, Digga. Junge, nerv mich nicht. Jizzes wie Haftbefehl, der eine ganze Ära geprägt hat, wie ein Farid Bang mit JBG, wie Kollege, Shindy, Luciano. Bruder, Jizzes alleine war noch nie in seinem Leben so erfolgreich wie Luciano, noch nie. Vor allem AZ Nimo chillen auf A. Du tust so, als ob ich so Jizzes irgendwo D gemacht habe. Was ein Spinner, Alter. Ich schwöre, wie tot. Wer sind die Top 50 Deutschrapper? Das würde mich mal dicke interessieren. Raf Karoma auf 1, wussten wir ja. Bones. Kapital. Crow.
krass, zählt das Rap? Apache. So viel zum Thema. Sido. Jizzes. Samra. Krass, wir haben Samra. Boah, Bowser. Krass, der zählt mit. Krass, eigentlich müssten wir Bowser viel weiter höher ranken, aber ist für mich tot. Also, Contra K, voll viele wollten ja Bowser auf D haben. Total schön. Summer Jam, krass, sehr wenig, hätte ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, der ist höher. Luciano hätte ich auch viel gedacht, höher. Bushido, hätte ich gedacht, höher. Was? Bushido nur 14.? Was ist das für eine komische Liste, Digga? Maxwell. Was? Rin, okay, ja, passt. UFO mehr, okay, krass. Jan Delay, Bro, das ist noch kein Rapper, Digga, sind die dumm. Shindy auf 18, das passt dafür, dass er so wenig rankt. Ja, gut, okay, Case Rebel vor Kollege, das ist heftig. Das ist sehr, sehr krass. Das hast du, also alle, erstmal alle auf TikTok. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Twitch abcheckt. Ich liebe deinen TikTok-Kurs, geht aus. Wenn ihr meinen Twitch abcheckt, erster Link in der Bio direkt, wenn ihr auf mein Profil geht oder halt den Namen einfach eingibt. Weil in Zukunft irgendwann werde ich halt nur noch auf Twitch live gehen und nicht mehr hier so das parallel machen. Deswegen würde mich unfassbar freuen, wenn wir da auf jeden Fall eine Baba-Community zusammenbauen. So, Nick, morgen gibt's Ami-Rap. Mal gucken, ob es dann auch Leute gibt, die dann sagen, Lil Pump ist besser als Drake. Gibt's wahrscheinlich, aber scheiß drauf. Aber ja, das war's vom Video.